Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium. Wir befinden uns wieder mit Thomas verrückten Geist in dem Kopf von einem noch verrückteren Typen. Jo, lass uns mal gucken, was uns hier erwartet. All work and no play, are you, Henry? Alright. Let's see what makes you tick. X und Geist ist no way across. Guess I'll just make my own. Okay. Mal die Power. Fuck. I'm not alone in here. Okay, hier ist noch jemand. Noch ein verrückter Typ. Oh ja, da hinten läuft noch so ein Monster. Sein Vater in echt eigentlich? Und die Tochter von dem? Wahrscheinlich irgendwie in die Richtung geht's, oder? Ja, mal hinschleichen. Das Spiel ist schon ganz gut, also ich weiß nicht, es hat, ich gehe öfters auf 4 Players und gucke mir da mal die Kritiken an, aber man muss ja sagen, so richtig, weiß nicht so, also wenn ich sehe, was da ab und zu hohe Bewertung bekommt, verstehe ich gar nicht, warum das hier nur eine Durchschnittsbewertung von 65 oder 68 oder so bekommen hat, kann ich nicht nachvollziehen, das ist doch schon eigentlich ganz gut gemacht. Und es ist auch spannend, also ich meine, ich bleib ja bei. Und von daher... So, mal gucken, was ein kranker Bastard-Typ ist. Aha. Sieht aus wie ein Verhörraum. So, mal gucken, was es mal an hier, was Aufnahmen gibt. Da. There you are. At least the part of you I'm after. Okay, hier noch was? Case file. 73452. So, guck mal. Verlag, der Codename Metzger. Verdächtiger Jakob Wilk. Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel. Ermittler Henry Wilk. Oberwachtmeister. Na. Kommen wir hier mal so rein. Aber raus komme ich auch nicht mehr. Also es muss hier drin ja was gemacht werden. Gucken wir nochmal hier rein. Da ist eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Da, okay. Ich hab mir's aber, wir brauchen ein Band. Eins von denen hier vielleicht? Setzen wir es mal daran. Und Action. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Okay. Oh, jetzt ist die auf. Gehen wir nochmal rein. Man erfährt ja immer ein bisschen mehr über die jeweilige Person. Aber ich finde so, das ist ein bisschen. Ein bisschen creepy ist er da so ein bisschen, muss man sagen. Dieses Monster möchte man auch nicht begegnen, was da im Hintergrund immer rumtorkelt.
läuft es. Schön ist es nicht. Aber so. Noch eine Etage hoch. Ups. Scheint mich bemerkt zu haben. Ration Stamps. Ach, das Fleisch. Okay. Alte Metzgerei hier. Und hier hat er wahrscheinlich das Fleisch geklaut, oder was? Da können wir nicht durch, denn ich habe keine Power, um das wegzusprengen. Das müssen wir erstmal finden. Wo können wir die Power finden, ist die Frage. Irgendwo hier drüben vielleicht. Where are you, boy? Okay, der soll mich wahrscheinlich nicht sehen. Das ist egal. I know you're there you are. Eieiei, okay, er darf mich nicht sehen. Ah. Come here. Jetzt aber durch hier. Bad boy! Oh nein! Shit! Na, komm da durch. Komm da durch, bevor du stirbst. Okay. Wir müssen schon aufpassen hier. Warten, bis wir wieder ein bisschen Leben eingehaucht bekommen, so. Where are you, boy? Where are you, boy? Lauf, lauf, lauf. Drücken wir mal drauf. Können wir gleich durchlaufen? Schweigen der Schweine. Oder eben halt nicht, ne? Auf. Die Schweinsfabrik. Platzieren. Oh. Kann ein bisschen rutschig sein durchs ganze Schweineblut. Oh, hier hat jemand gewohnt. Der Junge hat anscheinend hier oben gewohnt. Oh. Halt die Balance. Würde ich mal behaupten, dass der hier gewohnt hat. Das ist ein Tagebuch. Ruhige Hand. Gleichmäßige Bewegung. Gegen die Faser. Immer dagegen. Nie mit dir. Immer dagegen. Nie mit dir. Hä? Hier gibt's nicht mehr? Wir haben einiges geklaut hier. Ist hier wirklich nicht drin? Nö. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Was wir sehen hier?
Ah, guck mal da. Ja, die Messer. Gut. Ach, guck mal da. Das sollte ich finden. Boom, jetzt haben wir wieder Power. Jetzt können wir auch das Ding aufmachen, glaube ich. So, gehen wir zurück. Und müssen den ganzen Weg wieder zurück an den Leuten, an den Typen vorbei. Ein bisschen nervig. Das kriegen wir, glaube ich, auch hin, ne? Dann lauf mal ein bisschen. Tu was für dein Geld, lauf! Runter. Schon wieder. Ich sehe dich, Junge. Noch nicht. Bist du die ganze Zeit da? Okay, dann können wir auch durch. Ganz normaler Typ. Ja, durch, ne? Schleich dich durch. I know you're a bad boy! Warten, nicht, dass wir da gleich irgendwie beim nächsten Mal so hops gehen. Aber ich glaube nicht. Jetzt. Don't you hide from me! Ach, da muss ich lang. Da ist es doch. Guck mal. Hier ist auch noch irgendwas. Was ist das? Kann ich denn da oben machen? Gar nichts. Warum kann ich hier hochgehen? Warum kann ich hier hochgehen? Na gut, machen wir erstmal die Tür auf. So, raus da! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Räuschungs gegen das Mikrofon hier. Da sind wir wieder in dem Raum, aber diesmal sieht es ein bisschen anders aus. Good. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Wer ist das? Oh, Henry Wilk, Agent des Sicherheitsdienstes. Ah, okay. Ding haben wir auch gefunden im Koffer, ne? Man wird oft Zeuge von Patriotismus, wie in den vergangenen Wochen von Oberwachtmeister Henry Wilk an den Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigt Wilk sein Engagement für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft verweigerte. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jacob Wilk, Henrys eigener Vater. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt wurden, gehörten Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten und deren Ersatz durch minderwertige. Wegen Jakob Wilk wurden zahlreich weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren des staatlichen Fleischhandels und mehrere Geschäftsführer. Der Prozess soll am kommenden Donnerstag beginnen und wenn die Angeklagten ihren Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Auf Nachfrage, um einen Kommentar zu antworten, antwortete Wilk einfach, ich tat nur, was ich für gerecht anfühlte. Wahrhaftig die Worte eines Patrioten.
Okay, wenn man alten Vater an den Galgen schickt, der ist ja schon ein bisschen schräg, oder? Ne, gar nicht rein. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Halt, bleib da. Nein, nicht da. Da. Nochmal noch ein Band auflegen hier. Und hören wir mal rein. Wilk, is it? Henry Wilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Okay. Schräger Typ. Mal die ganze Wurstsache hier machen, oder was? Oh, das ist ein bisschen... Das sind nicht so die ganz spannenden Parts für den Thomas hier, finde ich. Aber naja, muss man wohl auch durch. Ein ganz schön weiter Weg hier zu laufen. Wenn die jemals ein Tickchen schneller laufen würden. Aber die kriechen ja so ein bisschen, ne? Vielleicht auch ein Trick von den Programmierern. Dann ist es nicht so schnell. Dann kann man auch die Framerate so ein bisschen runterhalten. Weil alles locker hinterher berechnet werden kann. Wir haben keine Angst vor Monstern. Glaube ich. Also ein Parkour-Typ ist er nicht. So langsam wie er hier vonstatten tritt, ey. So, schon mal Geisterkraft nutzen. Tja. Den alten Bürohengst hier. Huch. You ever heard of Neva? Eine Zielperson wurde im Nivaer Volkshof bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten über einen seltsamen Fall berichtet, in dem der Maler vertraulich verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde Verdacht auf ein Verbrechen geäußert, aber die Untersuchung ergab kein Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindung zum Jiminy-Fall. Mehr Informationen. Alles muss sauber bleiben und leise, dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung, ich empfehle dringend, dass Sie mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaft vertraut machen, in deren Besitz wir während im Jahr 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archivstock 1138 gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste draus. Okay. Da hast du mich gefunden. Du Spast. Halt, da noch was. What's this? Das Subjekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Es behauptet, dass ein anderer mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie, vermutete Verbindung zu, möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig. Okay. Mein Gott, dieses Viech da, das macht mir so ein bisschen Bammel.
was passiert jetzt? Fuck. Weird. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Doktor wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert, obwohl er kein Anzeichen eines physischen Traumas erlitt, verfiel er in einem vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Es greift schon noch ein bisschen. Dann kann ich mir das hier angucken? Nimmt doch gar nichts. Ach, da eine Geheimwaffe. Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Objekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Beeil dich lieber, wenn der Typ kommt. Fuckers everywhere. Gotta watch my step. Locker geschafft, Thomas. Weiter geht's. Und laufen bitte. Good. Shit. Almost got me this time. Oh. Gut erwischt das Viech. Anscheinend. Gut erwischt. Bisschen. Also das muss ich sagen, ist wirklich ein bisschen langweilig, hier mit dem Typen rumzulaufen. Es reizt mich nicht besonders. Ich finde es mit der Frau wesentlich spannender. Er ist natürlich ein geiler Typ, so was er kann. Huch. Aber irgendwie haut mir das nicht vom Hocker hier. Ist auch grafisch ein bisschen trist. Gott, dass das Brett aber einfach mal so hängen bleibt, ist auch schon abgefahren, oder? Geisteskraft kann alles. Darauf. Where are you, you four-legged fuck? Da unten ist er doch. Bock auf dich. Can't get me up here, can you? There. Got you right where I wanted. Time to put you out of your misery. And stay the fuck down! Cooler Typ. Mit seinen Kräften. Aber ob der wirklich da so bleibt? Ich kann es mir beinahe gar nicht vorstellen. Runter. Ah, und wieder laufen. Immer nur wird gelaufen, gelaufen, gelaufen. Halt. Mom plus Daddy plus me. Ich glaube echt, das ist mein Vati, oder? Going away tonight. Business trip, short notice. Couldn't be helped. Say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should.
think I should? Whatever you wish, dear. Simon? Where are you, boy? Dad? Hey there, champ. Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Oh, nicht so gerade der alte Papa. Yes, Father. Ist ihm das unangenehm, dass er so im Rollstuhl sitzt? Ich weiß es nicht. Aha. Ach man, don't worry, ey. Kid. This'll all be over soon. Och, mag das auch nicht mehr angucken, den ganzen Scheiß hier, ne? Das sieht ja schon mal nach dem Ende aus da. Ich glaube, es ist mit die ödeste Folge. Kann das sein? Man kann nichts machen, ist ja nur mal das Spiel, ne? Und durch. Da sitzt doch der Bengel. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? Oh. Guilty conscience? The vulnerable child behind the monster? There is no child. There is only me. Okay, das war eine kleine Wendung. Your tricks won't work on me, old man! Ja, okay, siehst du? Doch unser Papa. Drama! Lange Folge, aber jetzt zum Ende hin doch ganz gut. I remember. It's him. It was always him. Thomas. Thomas is gone. You're too late, girl. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already
It's me. Was it the nurse? The painter? The monster from under the bed? Maybe. About. He wanted to save us. To save her. Maybe. In a way, that's exactly what he did. Oh, God. This is fucking madness. Unheilvolles, unheilvolles Gelächter. Then it's about time to clean it up. Once and for all. Denn jetzt einen Namen? Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them. To me. Dun, 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 dun. Entdecke die Geheimnisse von Thomas Sauer, finde einen Weg, Henry aufzuhalten. Haben wir es geschafft? Super. Ja, man merkt es, ne? Wir nähern uns schon wieder ein Ende. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Abonniert mich, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich auch zum Finale, denke ich mal. Bis dahin, tschüss.